Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich habe heute den lieben Martin Auerswald dabei. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere schon. Wir wollen heute dieses Interview nutzen, um zum Thema Darm und Darmgesundheit zu sprechen, weil das natürlich eine super wichtige Grundlage ist. Zum einen, um gesund und nachhaltig abnehmen zu können und zum anderen natürlich auch, um überhaupt Gesundheit zu erhalten und zu bekommen, ja, weil Darm einfach mega wichtig ist. Wieso, weshalb, warum? Erzählt uns der liebe Martin. Erstmal schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht für alle, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was du machst, wer du bist, warum wir sprechen können mit dir. Ja, ich habe Biochemie studiert, weil ich wissen wollte, was ist Leben, wie funktioniert Gesundheit, warum wird eine Zelle krank, warum wird die Bevölkerung immer kränker und unglücklicher. Und klassische Biochemie-Karriere heißt später in der Pharmaindustrie arbeiten und Medikamente entwickeln. Und darauf hatte ich keine Lust, weil ich der Meinung bin, dass wir nicht immer mehr Medikamente brauchen, sondern mehr Gesundheit, also Sachen, die uns wirklich gesund machen. Und habe diesen Weg eingeschlagen. So, ich mache eigentlich breite Gesundheitsaufklärung von meiner biochemischen Sichtweise, also Ernährung, Nährstoffe, Nahrungsergänzungen, Körper, Geist, Seele, ganzheitlich. Und versuche, mein Wissen möglichst breit zu streuen, wie Menschen wieder gesund und glücklich leben können. Ich habe ein Gesundheitsmagazin, Schnell einfach gesund, wo ich viel mache. Ich mache auch immer mal Online-Kongresse. Ich schreibe gerne Bücher und viele Bücher. Also ich habe da verschiedene Kanäle. Und ich habe auch meine Doktorarbeit angefangen, weil ich gemeint habe, ich brauche einen Doktortitel, um erfolgreich zu werden im Leben. Im Bereich Darm habe ich die Doktorarbeit angefangen, also Crohn- und Colitis-Forschung. Das heißt, Darm ist vielleicht nochmal da für mich ein besonderes Thema. Und auch da habe ich gemerkt, ich habe Medikamente entwickelt, die man später mal einsetzen kann bei Crohn und Colitis. Und ich habe gemerkt, auch beim Thema Darm, das, was meine Medikamente da können, das können auch so ungefähr 100 Naturstoffe. Also so alles, was uns gesund macht, gesund hält, kann genau dasselbe. Und damit arbeite ich. Und viele Menschen mit Darmproblemen kommen auch zu mir in die Beratung. Habe ich einfach gemerkt, dass ich da vielleicht den einen oder anderen Impuls setzen kann, den die Leute woanders nicht finden. Aber ja, es ist einfach so ein Spezialthema von mir geworden, nochmal konkret Darm. Und deswegen rede ich da gern drüber. Sehr schön. Ja. Super, super gut und super wichtig. Und was mir halt auch immer super wichtig ist, ist eben diese Ganzheitlichkeit, ne? Ganzheitlich reden, schauen, leben, weil wir sind halt nicht nur Ernährung oder nur Bewegung oder nur das eine. Ne? Wir sind halt die Summe von vielen verschiedenen Faktoren, die auf uns einwirken und die auch eine Auswirkung haben auf unsere Gesundheit und auf unser Wohlbefinden. Und beim Thema Darm, wie wollen wir am besten einsteigen? Am besten mit Thema Ernährung, weil das ist ja das, was greifbar ist, wenn wir über den Darm reden. Ne? Wir führen was rein und dann macht es was oder macht eben nichts. Das ist ein großes Thema, aber es ist ja noch umfangreicher. Was ist für dich wichtiger? Schon Thema Ernährung, weil wir es so bewusst machen, oder eher Stress oder andere Faktoren, die auch Auswirkungen auf den Darm haben? Ich würde erstmal alles weglassen, was den Darm schadet oder den Darm reizt. Finde ich noch wichtiger, als sich Sachen reinpfeffern, die den Darm aufbauen. Erstmal alles weglassen, was ihn reizt. Und wie du schon angesprochen hast, es sind nicht nur die körperlichen Sachen, die wir zuführen, essen, sondern auch die emotionalen Themen. Weil unser Darm auch ein eigenes Gehirn hat, ein eigenes Nervensystem. Und das meine ich mit dieser Ganzheitlichkeit. Wir können erst wirklich gesund und glücklich leben, wenn das alles zusammenkommt. Und das entwickelt sich immer mehr in diese Ganzheitlichkeit auch bei dir, und das finde ich total schön zu beobachten. Aber erstmal alles weglassen, was den Darm irgendwie schadet und reizt. Das ist ein Anfang. Ja, also bei jemand mit einer Darmentzündung oder auch mit Crohn oder Colitis, da kann schon ein Krümelchen Gluten oder ein paar Gramm Transfette mit einer Portion Pommes können schon reichen, um einen Schub auszulösen. Ja. Und erstmal das weglassen, das ist ein Anfang. Was meinst du? Was sind so die größten Trigger, die jetzt reizen? Also wo du sagst, was man in jedem Fall weglassen sollte. Also die großen vier Toxine in unserer Ernährung, einmal Gluten. Gluten, das war auch Teil meiner Forschung, führt bei jedem Menschen zu Entzündungen im Darm. Bei jedem, auch bei offensichtlich gesunden Menschen. Das sind einfach so, das macht Gluten in unserem Darm, es macht Entzündung. Das zweite sind Transfette.
Transfette finden wir in künstlich verarbeiteten Lebensmitteln, in Fabriknahrung, in frittiertem, aber auch in schlechten Nahrungsergänzungen. Also so ein oxidiertes Omega-3-Präparat enthält da auch Transfette, ne? Also Qualität. Das dritte ist Alkohol. Alkohol erhöht auch die Durchlässigkeit unseres Darms für Giftstoffe. Das heißt, unser Körper nimmt mehr Giftstoffe auf, wenn wir Alkohol reinbringen. Und das vierte sind diese ganzen Zusatzstoffe, diese ganzen E-Nummern, die wir in Industrienahrung. Also das Wichtigste wirklich beim Darm, Natur vor Industrie. Das ist so, ja. Da kommen wir auch wieder zu Back to the Roots, ne? Also frische, ausgewogene, regionale, saisonale Produkte sind halt einfach das, was für unseren Körper in dem Moment auch gemacht ist. Ne? Ja, und alles, was unser Körper nicht kennt, auch von Natur aus nicht kennt, darauf reagiert er meistens mit Entzündungen. Und deswegen diese ganzen Zusatzstoffe, ob die jetzt deklariert sind oder nicht, wir haben ja 5000 Zusatzstoffe, die nicht deklariert werden müssen, die Nicht-Zusatzstoffe. Und du weißt nie, wo ist jetzt ein Nicht-Zusatzstoff drin oder nicht. Allein in Brot sind ungefähr 300 Sachen drin, die nicht deklariert werden müssen. Sogar Gips, damit das Brot formbarer wird. Das heißt, Nahrung selber zubereiten und vor allem Naturstoffe einkaufen und selber kochen, selber zubereiten. Das ist so die Grundregel eigentlich. Das ist super, also das, was ich auch immer predige und wo ich auch immer im Coaching mit meinen Klienten hingehe oder hin will. Aber wir haben natürlich auch aktuelle Herausforderungen in unserem Alltag, die das nicht immer ermöglichen. Ne? Viel Arbeit, viel Stress, irgendwelche Termine, viel Fahrtwege, viel überhaupt Stressoren. Ne? Also es ist nicht immer so einfach möglich, das wissen wir alle. Aber das Bestmögliche immer anzustreben, ist ja trotzdem ein Ziel, was man haben sollte, ne? Ja. Um da einfach auch den Körper mit zu unterstützen. Ich will noch ein was sagen zum Thema Gluten, weil ich stimme dir zu 1000% zu, muss aber ganz ehrlich sagen, dass die meisten glutenfreien Lebensmittel, die man kaufen kann, nicht unbedingt die bessere Wahl ist. Ne? Also man darf da auch sehr gut auch drauf achten, weil auch da die Lebensmittelindustrie auch schon sehr viel Mist reingemacht hat. Ne? Also das nochmal so, ne? Ich habe nämlich ganz oft so, wenn ich darüber informiere mit Gluten und sowas, dass dann glutenersatzfreie Sache, glutenfreie Mittelzeug gekauft wird und dann guckt man da drauf und denkt einfach nur so, also das ist jetzt nicht alles andere als gesund. Ja, auch glutenfreie Kekse sind immer noch Kekse. Nee, ne, aber auch, also wirklich gerade zu dem bei diesen ganzen glutenfreien Sachen, also das sind echt viele Sachen, die wirklich viel gesundheitsbedenklicher sind. Wollte ich nur mal mit einwerfen, dass wir das jetzt nicht automatisch die ganzen glutenfreien Lebensmittel die besseren sind. Nee, aber bin voll bei dir. Natur, immer noch. Genau, natürlich gesund und da einfach auch sein Bestmögliches zu geben und im Alltag einfach auch wirklich sich so zu organisieren, dass das funktioniert. Ne? Genau, was sind denn noch so Sachen, die man weglassen sollte, außer das, was man so aktiv reingibt an Lebensmittel? Wir waren jetzt gerade bei der Ernährung, aber welche Faktoren haben noch Auswirkungen auf die Darmgesundheit oder auf unsere Darmgesundheit? Das ist ja eigentlich das beste Wort. Auch weil wir eher ein kurzes Interview heute machen wollen, das Thema Emotionen. Weil, und ich glaube, das ist auch mittlerweile ein wichtiger Teil deiner Arbeit, Emotionen sind ja Energie. Energie in Bewegung in unserem Körper. Und es gibt, also jede Emotion hat einen Zweck. Die will uns was sagen. Und es geht darum, Emotionen nicht zu unterdrücken, erstmal zu akzeptieren, dass sie da sein dürfen, sie durchleben zu dürfen und sie dann loszulassen. Und es gibt so Emotionen, die gerne, wenn sie unterdrückt oder weggemacht werden, dass die sich im Bauch niedersetzen und dann für bestimmte Sachen stehen oder sich in bestimmte Erkrankungen manifestieren können. Und ich habe da einfach so Beobachtungen über die Jahre gemacht, weil ich schon die unterschiedlichsten Darmklienten hatte, dass bestimmte Darmbeschwerden mit bestimmten Emotionen zusammenhängen, meistens. Und da kann ich einmal kurz von meinen Erfahrungen berichten und dann hast du bestimmt auch ein paar. Verstopfung hat viel mit Loslassen zu tun. Man lässt nicht nur bestimmte Essensreste nicht los, die raus dürfen, sondern man hält auch in seinem Alltag an bestimmten Sachen fest.
Also zum Beispiel ist es was, was ich bei Müttern beobachte, wenn die Kinder 18 werden und das Haus verlassen. Dass die Mütter oder die Eltern dann Probleme haben, sich auch emotional davon zu lösen. Oder dass man bestimmte Gewohnheiten oder bestimmte Menschen in seinem Alltag hat oder eine Arbeit hat, die einem eigentlich keinen Spaß macht, aber die man auch nicht loslassen kann und möchte. Das ist einmal das Thema Verstopfung und Loslassen, ganz großes Thema. Dann das Thema Leaky Gut-Syndrom. Da wird der Darm durchlässig und man nimmt Giftstoffe in den Körper auf, die da nichts verloren haben. Aber das ist auch eine gewisse Durchlässigkeit, die ich bei den Menschen beobachte, dass sie zu viel aufnehmen, dass die viel zu viel an sich ranlassen, dass sie sich auch zu viel verantwortlich fühlen für Menschen, für Dinge, die sie nicht beeinflussen können. Einfach diese Durchlässigkeit auch energetisch gesehen, dass man zu viel an sich ranlässt. Das nächste, Morbus Crohn, ist eine Autoimmunerkrankung, die den kompletten Magen-Darm-Trakt befällt. Was ich bei Morbus Crohn oft beobachte, ist unterdrückte Wut. Unterdrückte Wut manifestiert sich irgendwann als starke, extrem heftige Entzündungsreaktion. Colitis ulcerosa ist eine Autoimmunerkrankung, die den Dickdarm betrifft. Und bei Colitis beobachte ich auch einmal dieses nicht loslassen können. Das ist, wenn die Verstopfung chronisch und entzündlich wird. Beobachte ich aber auch eine gewisse Verbissenheit. Wenn man so verbissen an bestimmte Sachen rangeht, das beobachte ich bei so High-Performern, die zu viel wollen oder ihrem Körper zu viel abverlangen. Oder wenn jemand Leistungssport macht und vielleicht einfach mit so einer gewissen Grundverbissenheit an das ganze Thema rangeht. Diese Verbissenheit macht ja, dass wir uns unten, dass wir uns verspannen, verkrampfen und sich das dann auch irgendwann als Entzündung niederschlagen kann. Ja, das waren jetzt mal so die einige der häufigsten Sachen, aber diese emotionalen Themen sind mit, also wenn ich da bei den Klienten nachfrage, bei über 90% der Fälle ein Volltreffer. Das ist einfach die Emotionen, gerade weil wir im Bauch ein eigenes Gehirn haben, spielen immer eine Rolle. Ja, absolut. Ich stimme dir zu 1000% zu, kann das 100.000%, also es gibt noch 100, ich weiß, bezeugen und bestätigen. Ich hätte noch Grenzen setzen. Kommt so ein bisschen an das Leaky Gut mit dran, ne? Auf jeden Fall. Da habe ich auch ganz häufig so mit Würmern und so. Also, ne, dass man einfach zu viel, auch zu viel reinlässt wieder, ne? Also, dass man die Grenzen nicht wahrt, nicht setzt, ne? Gehen. Das habe ich auch noch häufig. Ja. Also nicht häufig mit Würmern, aber so generell Parasiten. Ne? Da geht es ja auch einfach um so, dass man halt häufiger Magen-Darm-Erkrankungen hat, dass man das einfach schneller aufnimmt, so diese Erreger halt. Können ja auch Rotaviren, Salmonellen, was auch immer sein. Ne? Vielleicht Würmer oder Parasiten sein, aber so generell vom Grenzen setzen her. Ich würde gerne, dass du mir noch mal ganz kurz was zum eigenen Darmgehirn sagst. Das klingt immer so ein bisschen, aber es ist ja wirklich auch nachgewiesen mittlerweile, ne? Also das ist ja so spannend beim Darm. Ja. Das hat einmal damit zu tun, wir entwickeln uns ja als Embryo aus einem Zellhaufen. Und aus einem einheitlichen homogenen Zellhaufen entwickeln sich dann die Vorstufen für unsere Organe. Und Haut, Darm und Gehirn haben ja quasi dieselbe Vorstufe und entwickeln sich dann unterschiedlich. Und dieselben Zellen, die wir im Darm finden, als sehr feines Nervengeflecht, haben wir später auch hier im Gehirn. Also wir haben, ich glaube, ein paar hundert Millionen Nervenzellen, die sich über den kompletten Darm spannen, wie so ein Netz. Und das Gehirn ist größtenteils eigenständig. Das verarbeitet Informationen, es gibt Informationen an Neurotransmitter rein. Darm und Gehirn sind aber über den größten Nerv im Körper miteinander verbunden, den Vagusnerv, und beeinflussen sich hier gegenseitig. Das heißt, wenn ein Gehirnchaos ist, geht das Gehirn, geht die Information runter im Darm und dann kann eben auch im Darm Chaos herrschen. Oder wenn unser Gehirn entzündet ist, kann es sein, dass auch unser Darm Probleme bereitet. Wenn unser Darm aber entzündet ist oder Chaos ist, dann kann über den Vagusnerv diese Information auch ins Gehirn gehen. Das ist auch ein Grund, warum bei vielen psychiatrischen Erkrankungen meistens auch im Darm irgendein Problem ist. Und wenn wir die Darmgesundheit verbessern, wirkt sich das auch auf unsere psychische Gesundheit aus.
Also es sind es sind zwei eigenständige Gehirne, aber sie sind doch miteinander verbunden und vernetzt. Und das Gehirn im Darm hat Bedürfnisse. Das will zufriedengestellt werden, das will beachtet werden, das will keine Emotionen unterdrücken, das will die Emotionen durchleben. Und das macht auch echt viel für unsere Gesundheit, was wir so nicht auf dem Schirm haben. Also das bildet viele Neurotransmitter, viele Glückshormone. Also im Darm haben wir 10-mal mehr Serotonin als im Gehirn. Das sind so Zufriedenheitshormone. Das heißt, wir sollten alles daran setzen, auch unseren Darm glücklich zu machen, damit eben das hier oben glücklich ist. Das ist mal so der Zusammenhang. Es nennt sich Darm-Hirn-Achse. Meistens geht es in die Richtung, dass erst im Darm Chaos ist und dann im Gehirn irgendwas ist. Das ist meistens in diese Richtung. Und ja, Reizdarm ist ein Beispiel. Darf ich kurz noch was dazu sagen? Weil du hast das gerade so schön deutlich gemacht, aber jeder kennt das sicherlich auch, dieses, weil du gesagt hast, wenn man hier zufrieden ist, ist man auch hier zufrieden. Das ist ja auch dieses klassische emotionale Essen, ne? Dass man halt über Essen, über Schoki, Süßkram, sich dieses Wohlbefinden holt über den Darm und dann sich hier kurzfristig zufrieden fühlt, aber nicht wirklich, ne? Also nicht. Kann man das damit so ein bisschen erklären? Teilweise ja. Auf jeden Also so, Fall dass man das zusammen. zumindest so greifbar machen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen genau das kennen, dieses abends zum Runterkommen geht's mir gut und dann gönne ich mir was, ne? Für den Darm und Genau. macht halt hier auch was. Ist es so, kann man das damit so ein bisschen in Verbindung bringen? Kann man ja. Gibt es auch ein paar schöne Mechanismen, wie zum Beispiel, ich esse eine Schoki, Energie wird im Bauch freigesetzt, Vagusnerv wird beruhigt, und diese Beruhigung geht quasi hoch ins Gehirn, aber es ist halt nur so kurzfristig. Es ist ein kurzfristiger Reiz. Und So ein 10 Minuten kurzer Kick, so ein später, genau. Glückshormonkick und fertig so, ne? Aber ist halt nicht das, was du eigentlich brauchst. So, ne? Das Coole ist, wir können MS. unser Gehirn, ja, nach dir. Nee, erzähl. Wir können unser Gehirn oben aktiv beeinflussen, das sind unsere Gedanken und alles, ne? Aber auch das Gehirn, also unsere Intuition, unser Bauchgefühl, Schmetterlinge im Bauch, das ist unser Bauchgehirn. Das können wir auch spüren. Und es geht auch darum, wieder einen besseren Zugang zu unserem ganzen Körper zu finden, vor allem zu dem zweiten Gehirn, unsere Intuition meistens richtig ist, ne? Das meiste, das erste Gefühl, der erste Impuls. Und das merkt man, wenn man mehr Achtsamkeit entwickelt, mehr Gesundheit entwickelt, öfters mal meditiert, sich mit dem Gehirn da unten beschäftigt, dass man dann auch wieder einen besseren Zugang findet. Aber unser Gehirn hier unten ist echt schlau. Also, ja, das will auch gesehen werden. Super spannend, also super wichtig, was du gerade gesagt hast mit der Intuition, ne? Weil das haben wir halt leider zum einen verlernt, weil wir dem zu wenig folgen durften, weil wir immer so funktionieren mussten über viele Jahre. Oder müssen wir natürlich jetzt auch noch, aber wieder zu dem zurückzukommen und zu sagen, nein, das tut mir gut und das tut mir nicht gut und ich will das und ich will das nicht. Das ist so, um das zu stärken, auch die Intuition, ne? Dem auch einfach zu folgen und nicht blind das zu machen, was gefordert wird, weil das so gemacht werden muss, ja. Also. Das ist irgendwie ja super, super wichtig. Ich will noch ganz kurz schnell, weil du vorhin gesagt hast, wenn das Gehirn entzündet ist, denn hier, also Gehirn entzündet sich nicht so schnell, das wäre eher schlecht, wenn ein Gehirn sich entzündet, ne? Also nochmal so auf Krankenschwester-Ebene. Nein. Oder also was meintest du mit Gehirnentzündung? Du meintest einfach so Chaos im Kopf, oder? Chaos im Kopf, aber auch Bluthirnschranke. Das Dass heißt? die häufig, nicht das Gehirn selber, sondern erstmal die Bluthirnschranke sich entzündet und danach das Gehirn durchlässiger wird. Zum Beispiel. Was sind das denn für Symptome? Was meinst du damit? Klassischer Brain Fog, also vernebeltes Gehirn, wenn ich mich nicht konzentrieren kann. Wenn ich nach dem Essen so das Gefühl habe, gerade aufs Sofa legen und einschlafen, so, das ist so klassisch. Aber das ist auch was wir sehr häufig bei Depressionen beobachten. Nee, ich wollte es nur noch mal, war mir nur noch mal wichtig, dass wir das noch mal kurz so genau erklären, weil Gehirnentzündung, da ist bei mir als Krankenschwester kam so Meningitis, das wäre jetzt eher schlecht, ne? Also das ist nicht gemeint, sondern ne, diese Brain Fog, so was so klassisch ist nach viel Genau. Weizen oder so, ne? Genau. Genau, okay, danke. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, nur zur Sicherheit, dass wir Ja. hier alles ordentlich machen. Du wolltest vorhin mit Reizdarm weitermachen und da bin ich schon so reingeswippt und habe dich unterbrochen. Es tut mir leid. Magst du was dazu noch sagen? Ja, so ein Satz dazu. Reizdarm ist ja eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, ich habe Darmbeschwerden, der Arzt findet nichts, sagt, das ist Reizdarm. Reizdarm hängt auch mit dem Darmgehirn zusammen.
dass das Darmgehirn gereizt oder überfordert oder, ne? Und die Symptome sind im Grunde nur eine Folge davon. Aber ich glaube, 10 Millionen Menschen in Deutschland haben offiziell Reizdarmsyndrom. Das hängt auch, also das, was wirklich hilft bei Reizdarm, sind alles Sachen, die im Grunde das Darmgehirn beruhigen. Bestimmte Übungen, die man machen kann, kreisendes Wechselduschen, CBD, Omega-3, Reishi, das sind alles Sachen, die erstmal das Darmgehirn beruhigen und sich dann auch der Darm selber beruhigt. Also Reizdarm ist in erster Linie mal ein Problem des Darmgehirns. Das wollte ich noch sagen. Also eher so Entspannung, also wirklich so Ruhe reinbringen. Ne? Diese, was du vorhin so beschrieben hast mit Chaos, ist ja eher so Stress einfach, oder? Also umschrieben, oder? Genau. Das ist auch so ein Ding, wenn wir gestresst sind, unser Körper kämpft um sein Überleben, das ist Stress. Das heißt, wenn wir chronisch gestresst sind, unser Körper chronisch dauerhaft um sein Überleben kämpft, dann wird unser Körper anders, der Stoffwechsel ist anders, die Hormone sind anders, die Energieverteilung ist anders. Wenn wir um unser Überleben kämpfen, dann brauchen wir gerade keine Verdauung, dann brauchen wir gerade keine Entgiftung, dann brauchen wir gerade keine Glückshormone. Aber wenn wir chronisch gestresst sind und sich das chronifiziert, dann wird auch der Darm einfach weniger durchblutet, bekommt weniger Liebe und Aufmerksamkeit. Und diese Darmprobleme sind dann auch einfach eine Folge von Stress. Ja, sehr gut. Also es hängt alles miteinander zusammen und deswegen finde ich das auch so cool, dass wir immer ganzheitlicher werden, weil ich kann mich noch so gesund ernähren, wenn ich chronisch gestresst bin und in einer Arbeit festhänge, die ich hasse und die Stunden runterzähle bis Feierabend, dann bin ich nicht so gesund, wie ich sein könnte. Deswegen erst, wenn alles zusammenkommt, Körper, Geist, Seele, dann sind wir wirklich gesund und glücklich und das ist so das Ziel. Das ist das, genau, das ist das Endziel. Und da auch, es ist aber schön, dass dieses Bewusstsein dazu immer mehr auch angenommen wird, ne? Und wieder einfach, also es ist einfach so, wie es geht nicht anders, ne? Wenn wir zum Thema Darmgesundheit sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz, weil meine Follower sind ja alle auch, die gerne Gewicht reduzieren wollen, gesund leben wollen natürlich auch. Das ist natürlich das Ziel dahinter und für mich immer das Hauptziel. Aber was hat jetzt zum Beispiel ein gesunder Darm auch mit einer guten oder effektiveren Gewichtsabnahme zu tun? Oder warum ist es eine Grundvoraussetzung? Also mir ist sehr wichtig, dass wir heute darüber sprechen, weil es einfach auch eine wichtige Grundlage ist, damit Abnehmen überhaupt möglich ist. Ne? Und vielleicht noch mal so ein bisschen, dass wir da nochmal so ein bisschen die Brücke hin bauen, wieder mehr in diese ganzheitliche Gesundheit zu denken und nicht immer nur abnehmen, Gewicht im Außen irgendwie perfekt sein, sondern es ist, darf halt ganzheitlich stimmen. Ne? Darm ist so der Schlüssel und die Brücke zu eigentlich den meisten gesundheitlichen Zielen, die wir haben. Also wenn es dem Darm gut geht, dann nehmen wir die Nährstoffe auf und die gesunden Stoffe, die wir über unsere Ernährung zuführen. Das heißt, das, was wir reingeben, landet auch im Körper. Auf der anderen Seite ist die Entgiftung besser. Das heißt, die Giftstoffe, die ganzen Toxine, die wir so ansammeln, kann unser Körper besser ausscheiden. Unser Immunsystem sitzt im Darm. Das heißt, wenn es dem Darm gut geht, geht es in der Regel auch dem Immunsystem gut. Und dann macht das Immunsystem nicht mehr Sachen, die es nicht machen sollte, wie Allergien, Heuschnupfen, Autoimmunerkrankungen, Entzündungen. Ja, diese ganzen Sachen sind weniger. Aber wenn es dem Darm gut geht, dann haben wir einfach auch ein gutes Bauchgefühl. Wir sind mehr bei uns. Wir sind entspannter, ruhiger, nicht so impulsiv. Haben ein höheres Level an Glückshormonen, fühlen uns irgendwie wohl an unserer Haut und sind auch weniger auf bestimmte künstliche Reize angewiesen, um uns gut zu fühlen. Ja? Diese Sachen, die wir, also die ganzen Naschereien, das emotionale Essen, der zu viel Kaffee, Zucker, Alkohol, das sind alles Sachen, wir wissen, dass es uns nicht gut geht, aber irgendwie brauchen wir einfach diese kleinen Glücksreize in unserem Alltag. Und ich habe gemerkt, wenn es dem Darm einfach gut geht und mich wieder wohl in meiner Haut fühle und sich der Darm beruhigt, dann bin ich weniger angewiesen auf diese ganzen Sachen. Das heißt, ich werde einfach nicht so viel in Versuchung geführt und bleib auch bei mir. Und bleibe auch bei meinen gesundheitlichen Zielen. Es ist irgendwie leichter, dran zu bleiben. Ja, also es ist eine feine Sache für alle, glaube ich. Ja, das hat eine Grundlage. Ne? Also eine Grundlage für, ich sage das ja auch immer beim Abnehmen, es geht halt nicht darum, irgendwelche Pläne zu erfüllen, sondern wirklich selbstbestimmt seine Sachen zu entscheiden und den Weg zu gehen, weil man das für sich möchte. Und wenn du, wenn man das jetzt so nimmt mit, ja, deine Darmgesundheit, du bist bei dir, dir geht's gut, lässt du dich halt weniger im Außen triggern und lässt all die Sachen viel einfacher durchführen, kannst du einfach umsetzen. So. Ja. Super, super schön. Also ich finde, wir haben umfangreich
in kürzester Zeit auf den Punkt gebracht, was erstmal so wichtig ist. Ist dir noch irgendwas wichtig, wo du sagst, okay, das finde ich jetzt noch einen wichtigen Impuls, den ich hier unbedingt mit reingeben möchte? Ich finde, wir haben jetzt schon viel Gutes angesprochen und wir haben ja noch was vor, ne? Genau. Oder aber, genau, Martin, du planst eine Masterclass. Erzähl mal ganz kurz was dazu, weil wir wollten natürlich auch mit dem Interview einfach so ein bisschen für das Thema sensibilisieren. Ja. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, dann? Ich erstelle gerade eine Masterclass für deine Community. Und da werde ich im Grunde, das wird mal ein schöner, ein gemütlicher Abend sein, eine schöne Abendrunde online vom Rechner. Und werde ich mal die 5 Säulen der Darmgesundheit vermitteln. Wir haben jetzt schon vieles angesprochen und darauf werde ich dann aufbauen. Was braucht mein Darm wirklich, um gesund zu sein? Da geht es dann auch um die Praxis. Und ja, da bin ich gerade dabei. Da wird die Nicole euch demnächst noch ein paar weitere Infos zukommen lassen. Einfach, dass ihr wisst, da, ich denke, so 90 Minuten macht man einen schönen Vortrag, dann auch noch eine Fragerunde. Das heißt, wenn noch Fragen sind, können wir das klären. Es wird alles kostenlos sein. Also die Zeit nehme ich mir auch dann gerne für euch und die Nicole auch. Und ja, da werden wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Darmgesundheit und in die Praxis gehen. Genau, das finde ich ganz gut, weil es ist natürlich, man kann es so hier auf YouTube, natürlich können wir auch einfach weiter aufklären, aber es ist natürlich wichtig für alle, die sich einfach wirklich nur dafür interessieren und sagen, ich will was für meine Darmgesundheit tun und da tiefer einsteigen, ist die Masterclass das, wo man einfach sein Wissen erweitern kann. Ja, und hier haben wir auf jeden Fall einen guten umfangreichen Überblick gegeben, ne, auf was es ankommt, dass man das einfach erstmal gehört hat, dann darf das auch mal sitzen lassen, wenn man da vorher noch nichts davon gehört hat, ne, um einfach auch so ein bisschen mehr in diese Richtung zu kommen, so ganzheitliche Gesundheit. Ne? Ja. Sehr, sehr schön. Alle Infos zur Masterclass gibt es dann über den Newsletter, also wer noch nicht im Newsletter ist, nutzt die Möglichkeit, gibt es auch unter dem Video und dann schicke ich die Informationen über den Newsletter rum. Perfekt. Genau, und für alle, die das Video angucken, wenn die Masterclass schon gelaufen ist, wird es dann unter dem Video einen anderen Link geben. Das schreibe ich aber deutlich hin, sodass auch jeder die Informationen bekommt, die er möchte. Ja, gut. Da freue ich mich drauf. Wird lustig. Auf jeden Fall. Danke, lieber Martin, für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, du hast für dich jetzt in diesem kurzen Interview wirklich auch wichtige Impulse mitgenommen. Das ist einfach super wichtiges Thema, gänzlich, ne? Aber das Schöne ist ja wirklich jetzt auch bei Martin, dass auch diese Ganzheitlichkeit so für uns auch wirklich präsent und wichtig ist und dass wir da alle auch einen gemeinsamen Blickwinkel haben, ne? Mhm. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Danke für deine Zeit und ja, bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao.